Weltstadt. Fehlt ganz schön viel, würde ich sagen. Was fehlt Innsbruck zur Weltstadt? Weltbürger. Ja, ich finde ja, Provinzstadt ist genauso ein polemischer Begriff wie Weltstadt. Ich finde das generell ein ganz, ganz falsches Label. Okay, ist Innsbruck Provinz? Ist Innsbruck... Ja! Innsbruck ist Provinz, weil die, was Innsbruck für sich will, kann sie nicht machen oder macht sie auch nicht. Ich weiß, die Weltstadt Innsbruck verkauft sich zwar als solche, aber nach innen ist sie noch sehr, 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 sehr klein, bisschen zu kleinkariert. Das heißt, die Unterstützung für eine Weltstadt ist nur für bestimmte Schichten, aber nicht für die gesamte Stadt. Innsbruck hat einiges zu bieten, auch im Sport. Also ich rede da Ding, Gastronomie einfach, ja. Also mir zum Beispiel, wenn wir jetzt Mittagspause haben, wissen wir nicht, wo wir hingehen sollen. Wir suchen ein Lokal. Zum Beispiel das Adlerhotel. Ich finde das super, dass das geöffnet worden ist. Weil wir haben das oft, dass wir das Geld dazu haben. Wir haben auch die Freizeit dazu, aber wir wissen nicht, was wir in Innsbruck tun sollen. Bowling sind mir oft gegangen. Aber da fahren wir jetzt nach Wörgl, weil die Bowlingbahn ist wirklich sehr schön in Wörgl. Und was wirklich anstrengend ist und unschön ist, das sind die deutschen Studenten. Überhaupt die Deutschen in Innsbruck. Die Mietpreise machen die Mietpreise kaputt. Ach was, die machen alles kaputt. Die bringen eben die Trends und das ist auch kostenintensiv. Also ich war ja vor kurzem im Testa Rossa. Da muss ich ganz offen sein. Und da habe ich mir 2, 3 Lieder gewünscht, ja, wie der Tiroler ja sagt. Und da ist es passiert. Und er sagte, kein Österreicher würde sich das je herausnehmen, sich so viele Lieder zu wünschen. Und dass ich ein scheißgeschissener Piefke wäre. Da halt doch zu klein. Oder vielleicht ist Innsbruck ja qualitativ dichter oder weniger dicht oder je nachdem. Ich bin ja eine Wildnerin und über meinen Stadtteil lasse ich nichts kommen. Was unterscheidet jetzt den Höttinger vom Wildnerer? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also. Wenn du am Sonntagnachmittag durch Wilden gehst, das ist wie sterben, also da gehst du durch Leere. Wilden sehen und sterben. Ich mag die Altstadt in Innsbruck wirklich sehr gerne, wobei sie nicht mehr so ist wie früher, weil es sind wirklich sehr, sehr viele Touristen in der Altstadt. Und dafür, dass ich hier wohne, gehe ich nur noch sehr, 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 sehr ungern in die Altstadt. Das war früher anders. Ja, das war früher viel anders da. Ganz anders dafür.